Oh, Freunde, willkommen wieder zurück. Heute werden wir ein bisschen miteinander reden. Ich weiß, es ist nämlich was ganz Besonderes, denn normalerweise machen wir ja immer irgendwelche Story-Videos oder sowas in der Art. Aber heute möchte ich doch einfach mal mit der Community reden und ein paar Fragen beantworten, die gerade so im Raum stehen. Und nebenbei werden wir hier ein bisschen springen. Und ich hoffe, das gefällt euch, weil ich habe nämlich derzeit richtig Lust auf Springen und kann euch natürlich ein bisschen erzählen, was jetzt so in den nächsten Tagen so passieren wird. Ne? Die meisten Videos, die ja derzeit online kommen, sind ja mit Izzy und mit mir und mit Lars und so. Und das Problem ist, jetzt gerade kann ich nicht mit Izzy und nicht mit Lars aufnehmen, weil Lars ist nämlich auf einem Festival und Izzy ist gerade nicht da. Die ist, glaube ich, gerade in der Schule oder sowas in der Art, ne? Und ich habe gerade irgendwie kein Video und deswegen habe ich mir gerade gedacht, ich werde einfach mal ein Video machen, wo ich jetzt einfach mal alleine mit der Community einfach mal sprechen kann und einfach mal alle Fragen so ein bisschen beantworten kann, die so ein bisschen im Raum stehen. Und eine Frage jetzt zum Beispiel, die so natürlich als erstes angeknüpft werden kann, ist zum Beispiel die Sache mit modkiste.de. Ich weiß nicht, ob ihr modkiste.de kennt, ja? Das ist natürlich der Server, den ich ja damals gestartet habe mit RPG und sowas in der Art, und der ist tatsächlich jetzt wieder down gegangen. Das liegt daran, weil wir noch nicht so ganz zufrieden waren mit dem, was wir da eigentlich vorhatten. Das heißt also, der Server ist online gegangen und der hat noch nicht so gut funktioniert. Vielleicht haben das manche Leute ja von euch mitbekommen, dass es nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das am Anfang so vorgestellt hat, ne? Das heißt, die Server haben am Anfang gelaggt und sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob ihr da drauf wart oder nicht, ne? Und wir haben uns auf jeden Fall überlegt, das vielleicht nochmal ein bisschen zu verbessern und ein bisschen die Sache erstmal offline zu lassen, ne? Außerdem wird es natürlich noch eine kleine Teamänderung geben. Das heißt also, wir müssen da nochmal kurz nach einem anderen Team suchen, ne? Weil das alte Team hat dann keine Zeit mehr gehabt und das ist halt eben meistens immer sehr schwer, Leute zu finden, die da wirklich super viel Zeit für haben, weil ich habe mir am Anfang immer gedacht, einen Server zu machen ist eigentlich gar nicht mal so eine große Sache in Minecraft, aber einen Minecraft-Server für Spieler zu machen ist super schwierig, muss ich sagen, ja. Man muss da sehr viel machen, das ist mit Servern, muss man da irgendwelche Server bezahlen, man muss gucken, wie man da die Spieler alle verteilt und sowas in der Art, und das ist wirklich schwerer, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und deswegen würde ich da einfach mal sagen, lasst mir da ein bisschen noch Zeit. Ich werde mal gucken, dass wir da vielleicht was hinbekommen, ne? Und dass wir da vielleicht so ein bisschen vielleicht noch was Cooles hinbekommen. So, ich springe jetzt mal kurz hier hin und dann machen wir kurz den Jump noch. Ansonsten gibt es noch mal eine Neuigkeit, die eigentlich ganz cool ist, die ich euch unbedingt mal mitgeben möchte. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass ich nämlich die Woche übrigens in Berlin sein werde. Das heißt, an alle Berliner und sowas in der Art, ich werde das Wochenende in Berlin herumlaufen, falls ihr mich ja irgendwie sehen solltet oder sowas in der Art, ja. Ich werde übrigens kein Fantreffen machen, weil sowas kann nämlich ein bisschen eskalieren, wenn man das irgendwie ankündigt und sowas in der Art. Und wenn es dann zu groß wird, dann ist das nicht gut. Deswegen, ich werde in Berlin sein, aber wo ich sein werde, werde ich nicht verraten, ja. Ich werde irgendwo herumlaufen. So, ich werde jetzt mal kurz den letzten Sprung wagen und ich habe ihn nicht geschafft. Ich möchte ihn gerne schaffen. Okay, ich werde da jetzt, glaube ich, schummeln und sowas in der Art. Und was ich in Berlin machen werde, möchte ich euch dann natürlich auch erzählen. Ihr kennt euch ja, ihr kennt ja alle noch irgendwie so ein bisschen die Fischgang und sowas in der Art, ne? Und die Fischgang war ja das Musikvideo, was ich mit Laso gemacht habe. So, und mit Laso habe ich dieses Musikvideo gemacht und tatsächlich wurde ich dann durch dieses Musikvideo ein wenig nach nach Berlin eingeladen, zu MTV tatsächlich, ja? Das heißt also, ich werde zu MTV gehen und dort so ein kleines Interview oder sowas in der Art halten, ne? Und dort werde ich dann ein paar Fragen beantworten, wie das denn so ist. Und wir werden uns den Song ein bisschen anhören und schauen. Ah, Hilfe! Warte mal, das ist ja übelst der schwere Sprung, den wir da hatten. So, auf jeden Fall werden wir uns das ein bisschen anhören dort. Wir werden uns das Musikvideo von Fishgang anhören, so ein bisschen, ne, bei MTV. Und werden nebenbei noch ein bisschen labern und sowas in der Art. Und die ganzen anderen Termine, die jetzt irgendwie zu MTV und sowas gehören und so, werde ich natürlich alles in die Beschreibung nochmal mit reinschreiben, ne? Das heißt also, da wird es auf jeden Fall bestimmte Sendezeiten geben. Das wird, glaube ich, bis zu 7-mal gesendet, ja, und man kann sich das, glaube ich, auch auf YouTube ansehen, falls ihr das sogar auf dem Fernseher Dings verpasst oder sowas in der Art, weil viele Leute sagen ja, Roman, ich guck doch gar kein Fernsehen. Und da muss ich euch natürlich recht geben. Viele Leute gucken kein Fernsehen, aber ich wurde halt zu MTV eingeladen und ich dachte, das ist eigentlich eine lustige Sache, wenn ich da hingehe und ein bisschen die Fishgang vorstelle. Das wäre eigentlich ganz cool. Und ich muss mich natürlich übrigens nochmal bedanken. Ich bin sehr fröhlich, wie die Fishgang angekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir waren tatsächlich insgesamt über 4 Tage in den Trends und wir waren tatsächlich sogar eine Zeit lang Platz 3 in den Trends, ja. Und die einzigen Videos, die über mir waren, waren die WM Videos, was natürlich klar ist, weil die Fußball-WM ist nämlich was ganz, ganz Großes und ich schaue natürlich auch die WM und ich hoffe natürlich auch, dass ihr die WM guckt, ne? Ich habe nämlich übrigens auch letztens das Deutschland-Spiel gesehen, das letzte da, wo sie gegen Dings gespielt haben, wo sie gegen Schweden gespielt haben und ich bin da auch total ausgerastet, weil Schweden dann irgendwie so 1-1 gespielt hat und dann hat irgendwie Deutschland in der letzten Minute noch ein Tor geschossen. Alter, das war übelst krass. Ich weiß jetzt nicht, es gibt bestimmt ein paar Leute, die jetzt kein Fußball gucken oder kein Fußball mögen, so in die Richtung, ne? Und deswegen möchte ich euch da nicht mit meinem Geschwafel ein bisschen nerven. Auf jeden Fall
jeden Fall, ich werde auf jeden Fall so ein Interview in Berlin halten, ne? Und ich werde natürlich gucken müssen, wie ich da hinkomme und sowas, ne? Und da habe ich jetzt erstmal alles so ein bisschen zurecht gemacht. Das ist so das, was bei mir in der Woche so abgeht. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel geplant. Viele Leute fragen übrigens auch nochmal eine ganz interessante Frage. Die möchte ich auch nochmal kurz beantworten. Und zwar, viele Leute fragen nämlich immer so ein bisschen nach Dr. Auge und sowas in der Art, ne? Und ich möchte natürlich Dr. Auge so ein bisschen natürlich wieder zurückbringen. Das ist natürlich klar, ne? Dr. Auge ist der coolste und sowas in der Art. Aber derzeit funktioniert das nicht so gut. Alter, das ist ja voll der schwierige Sprung hier. Warte mal, ich bleib mal am besten einfach kurz im Game-Mode. So, ne, das funktioniert auch nicht so. Vielleicht mit dem Double-Jump. Warte, so. Ah, guck mal, so funktioniert das super gut. Und, ah, ne, den habe ich jetzt nicht geschafft. Ah, okay, auf jeden Fall sieht es nämlich so aus, dass ich Dr. Auge auf jeden Fall wiederbeleben werde. Was heißt hier wiederbeleben? Der wartet nämlich gerade auf das neue Projekt, denn es wird nämlich ein neues Projekt geben, wo natürlich Dr. Auge mit dabei ist und es wird natürlich wieder so ein Gruppenprojekt sein, so ähnlich wie Dragon, ja? Viele Leute wünschen sich das ja, dass es so ähnlich sein soll wie Dragon. Wie das jetzt aber aufgebaut sein wird oder sowas in der Art, ist noch nicht in Planung, aber da möchte ich natürlich dieses Video so ein bisschen nutzen und euch fragen, was haltet ihr davon? Möchtet ihr vielleicht irgendwie eine coole Folge, wollt ihr irgendwas Besonderes sehen oder was ist das, was ihr euch so als Projekt vorstellt? Wollt ihr sowas ähnliches wie Dragon wieder? Wollt ihr was anderes wieder? Wollt ihr mal wieder einfach nur bauen sehen oder sowas in der Art, ne? Das ist natürlich so die Frage, die ich mir stelle. Was ich jetzt hier machen muss, weiß ich jetzt gerade nicht so. Mal gucken. Hier habe ich eine Kiste. Mal gucken, ob die Kiste mir weiterhilft. Da sind nur Iron Nuggets drin. Oh, da muss ich tatsächlich... Hä, muss ich hier oben weitermachen? Wie komme ich denn nach da oben? Warte mal, vielleicht muss ich hier so umdrehen und dann hier irgendwie hochgehen. Hä? Wie kommt man denn hier hoch? Das ist ja super interessant. Das ist jetzt, ich weiß nicht. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie, okay, ich werde jetzt einfach mal hier so hochgehen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber so werde ich das Level jetzt einfach mal weitermachen und dann hier auf den Zaun drauf springen und dann von dem Zaun hier einfach alle, hopp, so, hier drauf und wir haben es geschafft. Keine Ahnung, wie man das anders schafft, aber den Diamanten nehmen wir mit und gehen weiterhin zum Warp Room. Super, auf jeden Fall, das ist jetzt unser Projekt. Da möchte ich natürlich gerne von euch so ein bisschen wissen, was ihr so gerne sehen wollt. Was ist so das, was ihr gerne von uns seht und sowas in der Art, ne? Und da möchte ich halt eben auch ein paar Vorschläge von euch gerne in den Kommentaren sehen. Außerdem würde ich natürlich auch alle Vorschläge auf Twitter gerne annehmen und sowas in der Art, ne? Da würde ich euch auch gerne sehen. Und was viele Leute auch noch zwischendurch fragen, ist immer, Roman, was ist mit Spaßkasten jetzt und so? Spaßkasten wird höchstwahrscheinlich nicht mehr weitergehen, weil das lohnt sich nämlich gar nicht mehr, weil Spaßkasten lief nämlich auf so einer Version, die war ja mega alt und sowas in der Art, ne? Also ich glaube 1.10 oder irgendwie noch niedriger, sogar 1.7 oder sowas in der Art, ne? Und da muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie, ach, ich möchte ein anderes Level spielen. Ich finde dieses dunkle Level irgendwie nicht so cool, muss ich sagen. Auf jeden Fall sieht es nämlich so aus, dass Spaßkasten jetzt auf jeden Fall zu Ende ist. Das wird auf jeden Fall nicht weitergehen. Liegt einerseits daran, weil wir nämlich erstens das Problem haben, dass das Modpack nicht mehr so gut funktioniert und bei Spaßkasten haben wir auch noch das Problem, dass naja, wie soll ich sagen, das geht halt eben nicht mehr weiter. Deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich auf jeden Fall noch mal ein Singleplayer-Projekt selber starten werde. Sprich, also es wird noch mal was Ähnliches geben wie Spaßkasten, nur ein bisschen anders, weil sich das super viele Leute wünschen, ne? Und ihr könnt mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mal wieder so ein Projekt haben wollt, wo ich jetzt nur alleine spiele, ja? Wo Izzy nicht dabei ist, wo Lars nicht dabei ist, ne? Wo ich dann sozusagen alleine spielen kann. Und da müsst ihr mir natürlich sagen und verraten, ob ihr da überhaupt Lust drauf habt, ne? Das ist ja natürlich auch für mich so eine wichtige Sache. Guck mal, da habe ich noch mal diese Iron Nuggets, aber die brauche ich nicht. Ich bin hier nämlich gerade ehrlich gesagt nur zum Springen hergekommen. Ah, guck mal, man muss, glaube ich, hier lang, dann muss man hier so hoch springen, dann kann man hier so weitergehen. Okay, super. Auf jeden Fall ist das so der Plan, den ich so machen möchte und das wird alles wahrscheinlich so, wenn der Sommer zu Ende ist, kommen. Weil ihr müsst nämlich verstehen, ich selber bin ja auch nur ein YouTuber und ich bin ja auch nur ein Mensch und so und wenn jetzt zum Beispiel Sommer ist, habe ich natürlich auch eher Lust, keine Ahnung, mit meinen Freunden Fußball zu gucken, als schwierige Projekte in YouTube aufzunehmen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ihr habt zum Beispiel Sommerferien und ich habe auch ein bisschen Projektferien, ne? Und das muss man mir wahrscheinlich auch ein bisschen gönnen, ne? Ich versuche natürlich mein Bestes, so viele coole Projekte wie möglich umzusetzen, wie zum Beispiel die Fischgang, ja? Haben wir jetzt wirklich einfach nur zum Spaß gemacht, irgendwie die Fischgang aufgenommen und da ein bisschen was gemacht und gedudelt. Und ja, ich muss sagen, das war eigentlich eine echt coole Sache. Und ups, da sind wir jetzt weitergekommen, super. Und das ist halt eben das, was ich so gerne im Sommer machen möchte. Und im Winter werden dann natürlich die Projekte kommen, die ihr euch wünscht. Und da habt ihr auch mehr Zeit, Videos zu gucken. Und da kommen natürlich auch mehr Videos raus im Winter, weil im Winter sitzen wir natürlich alle zu Hause und sowas in der Art und machen dann nur unseren Kram. So, warte, ich springe mal kurz hier lang und dann da lang. Warte, und dann versuche ich...
Oh nein, jetzt bin ich da runtergefallen. Okay, Leute, ich glaube, ich habe jetzt erstmal alle Gespräche so angesprochen, die ich jetzt erstmal ansprechen wollte. Vielleicht werde ich nochmal irgendwie so eine Folge machen, wo ich mal ein bisschen reden wollte. Aber für mich war es irgendwie wichtig, ein bisschen mit der Community ein bisschen zu reden und zu interagieren. Das war für mich wichtig und ich hoffe, die Folge hat euch so ein bisschen gefallen. Morgen geht es dann natürlich mit einem spannenden, coolen Minecraft-Video weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, euer Aerosol. Ciao!